Ganz herzlich willkommen zu unserem fünften digitalen Thementisch. Heute geht es um das Thema Nulltoleranz gegenüber Kriminellen. Integration durch Bildung. Ich sage immer wieder allen Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, Bildung ist das Passwort für die Zukunft. Um die Bevölkerung spüren oder wahrnehmen zu lassen, ja, was die Polizisten im Alltag leisten. Also wenn Sie mal in der Menge stehen, irgendwo bei einer Al-Quds-Demonstration oder auch in irgendwelchen Nazi-Aufmärschen, wo Sie ganz genau wissen, wenn das mein Umfeld mich jetzt alleine kriegt, dann schlagen die mich mindestens krankenhausreif. Das können wir uns nicht mehr gefallen lassen. Und da kriege ich auch richtig Blutdruck, dass wir immer wieder mit Wattebäuschen unterwegs sind. Nein, hier ist harte Hand gefragt. Wer ist hier Herr im Hause? Und das ist der Staat. Das sind wir, nicht Familien, die mit ihrem AMG S63 zum Jobcenter vorfahren und da die Kohle abgreifen. Wenn wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich schützen wollen, dann müssen wir denen entgegentreten, die das gefährden. Dass es natürlich wichtig ist, dass der Staat sichtbar ist, dass es einen starken Staat gibt und dass der Staat auch das geltende Recht durchsetzt. Es war eine sehr, sehr kurzweilige und wie ich persönlich finde auch sehr engagierte Diskussion. Machen Sie es gut und bleiben Sie vor allem gesund und munter.